Ein Kolonoskop ist eine dünne, flexible Röhre, die verwendet wird, um Bilder einer Darmspiegelung zu machen. Sie wird in den Anus eingeführt, durch den Enddarm bis ans Ende des Dickdarms. Mit einem Kolonoskop kann man das Innere des Dickdarms und Enddarms in Echtzeit auf einem Monitor betrachten. Ebenso kann man damit Polypen, Geschwulste wegschneiden und Gewebeproben nehmen. 1968 entwickelte Dr. Shinya eine erfolgreiche Methode der Darmspiegelung, um den gesamten Enddarm und Dickdarm zu visualisieren. Im darauffolgenden Jahr entwickelte er ein Instrument und war der erste, der mit dem Gerät eine Polypektomie, das Entfernen von Polypen, mit Hilfe des Kolonoskops durchführte. Er hat ungefähr 300.000 Darmspiegelungen durchgeführt und bemerkt, dass es eine starke Verbindung gibt zwischen Zivilisationskrankheiten und dem Erscheinungsbild des Darms. Dieses Video zeigt mehrere Darmuntersuchungen, positive und negative, die in Zusammenhang stehen mit Darm und anderen Krankheiten. Er betont, dass unsere Lebens- und Essgewohnheiten von höchster Bedeutung sind für ein langes Leben und dem Aufrechterhalten unserer Gesundheit. 45-jährige Frau. Ihr Darm ist sehr weich, bläht sich ohne Probleme durch Luft auf, ist wohlgerundet, ohne jegliche Stuhlrückstände oder einer Schleimabnormalität. Sie ist seit 5 Jahren auf Dr. Shinyas Diätplan. 75 Jahre alte Frau mit Schleimabnormalität, was besagt, dass sie mehr Kangenwasser trinken sollte. Dies ist eine 38-jährige Japanerin, die seit mehreren Jahren an Verstopfung leidet. Ihre Ernährung besteht zum größten Teil aus einer westlichen Ernährungsweise, weißes Brot, Joghurt, Käse, Früchte und Kuchen einmal pro Tag. Es gab eine unzureichende tägliche Zufuhr von Wasser. Sie trinkt 3 bis 4 Tassen Kaffee und Tee täglich. Sie nahm seit Jahren unterschiedliche Abführmittel ein, chemische und pflanzliche. Es sind ausgeprägte Pigmentierungen zu sehen. Dies ist dieselbe Frau. Ihr wurde verschrieben, täglich ca. 3 Liter Kangenwasser zu trinken. Ihr Zustand hat sich deutlich verbessert. 45-jährige Frau mit Brustkrebs. 6 Monate vor dieser Untersuchung erhielt sie eine Strahlentherapie. Dieselbe Patientin stieg auf den Ernährungsplan von Dr. Shinya um und begann, 3 Liter Kangenwasser täglich zu trinken. Ihr Zustand hat sich deutlich verbessert. Dieser Patient litt an Prostatakrebs, hohem Blutdruck und hohem Cholesterin. Seine Ernährung beinhaltete täglich viel Eiweiß, rotes Fleisch und Milchprodukte. Sein Dickdarm zeigt Verengungen und Rückstände in jedem Segment des Darms. Derselbe Patient nach einer Prostatakrebsoperation. Er befolgte den gesunden Ernährungsplan von Dr. Shinya und es ist eine deutliche Verbesserung des Darms zu sehen. Diese 75-jährige Frau mit chronischer Verstopfung hatte eine Brustkrebsoperation und wurde zur Darmspiegelung geschickt. Die Untersuchung zeigt trotz einer Vorbereitung von 2 Tagen viele Stuhlrückstände im Darm. Die Patientin ernährte sich nun gemäß Dr. Shinyas Empfehlung und trank 1 Liter Kangenwasser 1 Stunde vor jeder Mahlzeit. Die Untersuchung wurde nach 3 Monaten wiederholt. Es gab eine deutliche Verbesserung des Darms. Jent war ein starker Weintrinker, nahm viel tierisches Eiweiß zu sich sowie Käse. Nach 3-monatiger Behandlung, der Patient hielt sich an den Ernährungsplan von Dr. Shinya, ohne Alkohol, Milchprodukte oder tierischem Eiweiß. Er trank täglich 1 Liter Kangenwasser und sein Zustand verbesserte sich. Zusammengefasst:
Zivilisationskrankheiten wie Diabetes, hoher Blutdruck, Herzkrankheiten und verschiedene Arten von Krebs sind direkt verknüpft mit ihrer Ernährung. Dadurch, dass sie sich richtig ernähren und richtiges Wasser zu sich nehmen, vermeiden sie, dass ihr Darm verstopft und sich Krankheiten entwickeln. Der Stuhlgang wird nicht träge sein und so werden keine giftigen Abfallstoffe in den Gedärmen angesammelt. Du bist, was du isst und was du trinkst. Ich hoffe, dieses Video war lehrreich für Sie und Ihre Gesundheit.